Hallo, meine lieben Freunde des Synchronschwimmens und der rhythmischen Sportgymnastik. Herzlich willkommen zu Let's Play Dishonored, Klammer auf 1. Also der erste Dishonored Teil, also Spiel von 1835 oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. War kostenlos dabei, also müssen wir spielen. Folge Nummer 12 und Wahnsinn, schau mal, toll, 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 toll. Also mir gefällt die Grafik hier wesentlich besser als in Dishonored 2. Weil in Dishonored 2 ist es auch so Comic-Style hier. So ein bisschen so wie so ein oder Zeichentrickfilm oder Comic. Aber so blass und farblos. Und hier ist richtig schön, schau her, richtig schön Farbe. Gut, was ist denn das da? Da oben, achso. So eine Leiter, nee, irgendwas. Und wir haben jetzt die kleine Emily, glaube ich, heißt die. Die haben wir jetzt geholt und jetzt müssen wir da zu dem Lord Pendleton. Das verrückte Genie. Oh, finde Lord Pendleton. Ist der schwer zu finden oder wie? Kann man das mal einer erklären? Ja, gut. Hahaha. Nee, wo? Ach, der hockt da in dem Turm wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich. Wie komme ich jetzt da hin? Mal schauen. Hier, da raucht er her. Boah. Das war mal ein ganzes Haus, oder wie? Blood from the Ice. Oh nee. Schickes Spiel. Ja, gut, gehen wir da hin. Oh nee. Oh nee, wie soll ich denn jetzt da. Muss ich da oben rum wieder rein irgendwie oder so? Oh, schau her. Boah, toll. Tolle Aussicht. Ach, da ist er. Oh nee. Da, komm her. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Mhm. Unterstützt von einigen seiner Vertrauen. Ja. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Mhm. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Mhm. Finde Lord Pendleton. Triff dich mit Havelock und Martin in. Wo geht's denn da? Ach, da geht's wieder zurück, oder? Nee. Wahnsinn. Da oben war, da war ich aber schon mal drin. Da oben. Glaube ich. Gut, dann gehen wir da hin. In die Bar. Ist ja klar. Aha. Gibt der zuerst rein da. Ah, schau her, da gehen wir gleich hinterher. Da ist wieder die nette Frau. Die hier, die Lydia. Och. Schau her. Hoppla. Die eine schicke Uniform. Ah, hat die jetzt wieder einen Schlüssel oder so? Nee. Ah gut, dann gehen wir da hin. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Oh nee. Ja. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Aha. Das ist alles. Na, das ist doch mal schick. Gut. Jetzt müssen wir. Geh an Bord von. Die ist ja nett hier, schau her. Nett. Interesting. Gut, dann müssen wir wieder zu dem Boot. Oh, schau her. Toll. Ganz toll. Oh, schau. Komm. Hoppla. Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Da hinten im Wasser?
Ja, ich bin bereit. Sokolov, der war doch im zweiten Teil auch, oder? Peng. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Ja, bin ich. Oh. Oh nee. Ha. Coldwind-Brücke, warte. Oh. Schick. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Coldwind-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Aha. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Oh. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Oh nee. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Natur, Philosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Boah. Aha. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Ja. Entführe, deaktiviere die Scheinwerfer, bla bla. Oh, schau her, schick. Schick, also die Grafik. Da. Also, jetzt muss ich deaktiviere. Zug, Brücken, Scheinwerfer, Käse, Kuchen. Wie viel? Oh, was habe ich denn alles? Oh, nee. Holla. Ich brauche. Aha. Oh nee. Ja gut, wir machen erstmal. Machen erstmal südliche Bridgeway. Wir machen. Ui, muss ich da. Kann ich da hinten? Nee. Oh, schau. Tolle. Ah, super Grafik. Gefällt mich. Gefällt mich. Button klicken. Gut, Zugbrücken Scheinwerfer. Oh, da. Oh ne, also ich müsste da hin, dann da rauf klettern oder wie? Oh ne, warte, und, weil da sind böse. Ah komm, ich tu die gleich betäuben. Komm, wir tun nicht lang rum, weil ich will nicht, ewig spielen hier. Ich will da nicht ewig rumtun. Oh, oh. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Das ist aber der Alarm. Des Regenten herrscht Au, du Alter, das. Komm da, Füße. Kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Fußverkehr. Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Gibt ja gleich Fußverkehr. Ja, ich will auch nicht 3 Jahre hier rumspielen, weil das. Ich will das jetzt beenden, weil ich überhaupt schon das nächste Spiel. Watch Dogs. Müssen wir spielen. Deswegen machen wir das jetzt mal ab hier. Komm. Müssen wir das. Alarmglocke? Nee, brauchen wir nicht. Deswegen spielen wir das jetzt mal. Kann man die nicht ausschalten? Kabelwerkzeug, komm. Alarm deaktiviert. Spielen wir das? Oh, schau her. Oh. Wo ist jetzt meine dämliche. Boah, schicke Karte. Oh. Schau her. Boah, schöne Grafik. Deswegen spielen wir das jetzt mal durch hier. Ich werde vielleicht auch gar nicht mehr so lange nach den Runen suchen, weil kommen irgendwie. Ist das da auch. Oh ne, muss ich jetzt da rein oder da? Wo soll ich denn hin? Was gibt's denn da vorne noch? Oh, das ist schon mal einer. Gibt's hier noch was? Kommt da, aber da, hier gibt's keine Baupläne, glaube ich. Gell? Also schon, aber also im zweiten Spiel sind die einfach so rumgelegen. Gut, ich muss aber darüber irgendwie. Im zweiten Spiel liegen die immer irgendwo und hier liegen die nicht, sondern die kriegt man irgendwie, wenn man irgendwelche Sonderaufgaben macht oder so. Oh nee. Ich brauche jetzt auch gar nicht lang rumsuchen hier. Hoppla, ich könnte aber was essen. Weil da ist immer nichts. Also ist eigentlich quasi oder so. Ist da was? Nee, jetzt gehen wir da rein. Aha! Na, ach komm.
Oh nee, da sind wir hergekommen. Achtung, was ist? Bürger und Besucher unserer Stadt. Ach nee. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Oh oh. Achtung an alle Bürger. Was ist denn das? Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Oh weia, was soll ich jetzt mit dem Ding machen? Darüber fahren oder wie? Wenn wir jetzt darüber fahren oder wie? Erklär mir das bitte. Ah nee, was ist denn da wieder alles? Ach komm. Was muss ich denn da machen? Ah, da brauche ich erst einen Walöltank. Oder? Ah, da ist. Ah, da, das ist ein Bauplan. Oder wie? Tatsächlich, da ist ein Bauplan. Das glaube ich jetzt gar nicht. Komm. Das sagen die mir aber früh. Ah, Lagerhausschlüssel. Das sagen die mir aber früh, dass da ein Bauplan ist. Sagenhaft. Jetzt muss ich da irgendwie, jetzt warte. Ach, da brauche ich einen Waltank. Dann könnte ich mit dem Ding da rüberfahren, oder wie? Peng. Geht nicht. Gibt's nicht. Scheiße, ich brauche einen Waltank. Da ist, nee. Das war mal einer. Alien, da tropft ein Alien runter. Schau. Ich krieg gleich Flöhe. Schau her, Alien. Da hockt ein Alien. Da ist ein Walöltank, oder? Jetzt muss ich da. Oh komm, jetzt muss ich da rauf. Und den Walöltank holen. Es bleibt einem aber auch nichts erspart hier, sagenhaft. Warte, wie komme ich denn da hin? Bleibt einem nichts erspart hier. Da, oh, da ist alles. Was ist denn da wieder alles für Käse? Sag mal. Da ist die Anleitung. Irgendwo liegt so eine Drecksanleitung. Da kannst du 2 Jahre überlegen, wie das dann funktioniert. Ach, warte, ich muss. Aha, warte, irgendwie. Da haben wir eine Kurbel. Achtung, genau, was kann ich da machen? Was macht die? Ach, die Kurbel kurbelt die Kette darüber, oder? Nee, komm. Das heißt, ich kann dann darüber klettern. Da kann ich doch auch mit dem Schnelldings rüber dingsen. Ja. Ah, da sind die Dreckstanks. Komm. Oh, nee. Ha, au. Nee, ich will. Ach, komm. Scheiße, ich will darüber. Oh, nee. Jetzt ist ja an die Kette gesprungen, der Idiot. Ja, gut, aber. Hä? Warte. Ich muss darüber. Jetzt. Huch, sehe ich nichts mehr. Hä? Ah, da. Ah, jetzt gleich so ein Walöltank. Jetzt muss ich. Au, oh, jetzt muss ich runter. Komm, peng. Rein mit dem Ding. Peng. Ah! Jetzt komme ich da raus. Sonst war da nichts oben, oder wie? War da nichts. Und was macht jetzt der Drecksinn da? Schalter. Ah, dann fährt das Ding rüber. Ah, da könnte ich nicht reinhocken, oder? Huch! Ach, das ist. Ach, Scheiße. Ach, das ist stromführend. Oh, weia. Also, ich muss mich da reinhocken, sonst komme ich nicht rüber. Ah, nee, so ein Kack. Jetzt bin ich verletzt. Ah, nee. Muss ich was essen? Komm. Achso, ich muss den Schalter drücken und dann schnell reinhüpfen, oder wie? Ach, komm. Ah, das ist ja raffiniert. Da müssen wir aber speichern. Freunde. Also Schalter drücken und dann schnell reinhüpfen, oder wie? Dann Poppler. So. Jetzt Deckung. Ah, da unten. Sagenhaftes Spiel. Unglaublich. Da geht schon einer. Aha. Aha. Jetzt komm raus. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Sind wir schon auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Da, die können. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist doch. Quatsch, nicht lang. Opa. Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Stell die ganze Arbeit auf!
Huch. Aufstehen, sofort. Ja, ja meinst du, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Oh, schicke Gegend. Ah, ne, gut. Knacken die alle jetzt? Die grunzen alle. Jetzt kann ich da runtergehen. Na, der hat aber eine komische. Warte, Beutel nehmen. Der auch. Nicht, dass da einer noch so einen Bauplan oder. Ach, der hat noch was, oder? Nee. Da hat jetzt einer noch irgendwie. Suppen, Käse, Kuchen. Und natürlich ist hier auch wieder eine Rune und so Käse. Was ist denn da drüben? Halt. Oh. Ah ja, da. Oh, da kommt einer. Denk. Du. Ja, ich mach die jetzt alle bewusstlos, weil ich will hier Weihnachten noch. Und jetzt ist aber garantiert. 38. Ah, da jetzt müssen wir da reingehen, weil da ist. Naja, Runen habe ich schon. Ist also. Warte, komm, wo ist denn die? Ach, die ist da. Oh. Komm, da muss ich da. Ah, ja, da rauf. 55, 60. Oh, naja. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fuß mehr erlaubt. Jetzt hat der aber. An alle Bürger. Dem geht der Saft aus. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Nee. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ist da sonst nichts mehr? Da drin, oh wei. Ah! Von der anderen Seite blockiert. Nee. Warte, jetzt brauche ich. Warte, ich habe doch irgend so ein Ding. Windstoß, Nachtsicht. Tüdiger Schwarm. Windstoß. Mächtiger Windstoß. Ha! Schau. Hallo. Mächtiger Windstoß. Da ist noch was. Nee. Mächtiger Wunsch. Ich sage jetzt. Ich gebe jetzt mal keinen Kommentar ab. Oh, schau, das ist die Brücke. Mann. Oh. Mächtiger Wunsch. Alter, schicke Bude. Paris bei Nacht durch die Augen eines Toten gesehen. Boah. Na gut, der restliche Käse ist nicht hier. Also gehen wir wieder zurück. Windstoß. Toll. Jetzt gehe ich einfach da runter. Hoppla. Jetzt muss ich da rein, oder? Warte, jetzt tu mal speichern. Das ist spannend. Speichern. Spiel speichern. Nehmen wir mal 9, bis die Festplatte voll ist. Teepause, ich trinke ein Teechen, der Witterung angepasst, ein Früchtetee mit Originalfrüchten aus Sumatra oder so, keine Ahnung. Schmeckt aber sehr gut. Wo geht's denn da jetzt wieder hin? Weiß kein Schwein. Ich brauche so ein blaues Zeug, ich habe keine blaue Anzeige mehr. Oh ne, komme ich jetzt da nicht rein, oder wie? Warte. Ich will erstmal. Nee. Warte, beim. Uwei, ja, muss ich jetzt. Was, wo geht's denn dann dahin, verdammte Kacke? Wo geht's denn dahin? Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ach, da. Au, da ist ein Böser. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Da ist aber ein Knochenkiesel, oder? Wahrscheinlich müssen wir mal Lucky. Ah, ne, ich brauche das.
Nee, da ist nix. Warum soll ich denn dann dahin, wenn da nix ist? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Gut. Hier, kann man das mal schnell einer verklickern? Was das da gut sein soll? Oh, da ist irgendein Kabel. Für was ist denn das? Schalter benutzen. Geht nicht. Doch. Was macht der? Der holt da was runter. Was ist da? Da ist ein Knochen. Das ist so ein Nebenweg wahrscheinlich für ein Knöchelchen-Artefakt. Na, das müssen wir noch holen, oder? Komm. Das ist da. Das ist da oben. Ich verstehe schon. Jetzt muss ich den Schalter benutzen und schnell raufbringen. Oder? Das Spiel ist da hammerhart. Jetzt kann ich darüber springen. Und jetzt kann ich darauf springen. Komm, ich will darauf. Da ist einer drin. Ist der böse? Der ist böse. Wo ist denn jetzt mein... Das ist ein Weiner, oder? Oder? Bist du böse? Jetzt nicht mehr. Wo ist denn jetzt mein... Jetzt gehen wir erstmal rein, warte. Da ist aber was, warte. Wo ist es denn? Scheiß. Da! Das sieht man im Flinkerschatten. Das ist hier. Das war hier so ein Nebenweg für eine schicke Send us food, not bullets. The outsider walks among us. Das finde ich aber mal nett von ihm. Das ist ein ganzen Lieber. Komm, was machen wir jetzt? Typische Studentenbude. Entschuldigung, ganz normale Studentenbude hier. So wohne ich auch. Also mit so Graffiti an der Wall und schickes Bett. Gut, Bett ist nicht gemacht, aber gut, das war's dann hier, oder wie? Dann haben wir das da, oder? Was waren das für ein Drecksartefakt? Jetzt warte. Flinker Schatten, du kannst ihn schleichen oder. Dafür. Jetzt muss ich da rüber springen. Jetzt muss ich wieder zurück. Jetzt gehen wir einfach wieder runter. Komm. Dann war das da, dass ich da rauf komme. Wahnsinn, toll. Dann haben wir da alles. Dann müssen wir jetzt darauf. Wahnsinn, Spiel, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Irgendwie wieder rauf. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Und auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort jetzt da rein, oder? Bis zu deren Aufhebung. Jetzt müssen wir da rein. Wie soll man da sein Geld verdienen? 191 Meter. Ich krieg Flöhe. Sind die böse? Die sind böse. Die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Woher weiß man das immer, ob die böse sind? Böse. Böse. Du Böser. Deswegen ist da so ein Schutzding. Schau her, ganz schick. Also die Grafik ist echt. Wo geht's denn da hin? Die Grafik ist so echt. Der hat einen Schlüssel. Cratchits Schlüssel, für was brauche ich den? Wo geht's denn da wieder hin? Ich krieg hier noch alle möglichen. Toll.
Boah. Paris bei Nacht. Das kann ich da auch rumgehen. Komm, wo soll ich denn jetzt hingehen? Kann man das mal einer... Oh weia, da kann man... Oh Gott, da kann man überall... Knochenartefakt, alles... Warte, alles auch kaum... Oh, 38. Runen, ja komm, die Runen können sie sich schenken. Da habe ich schon... Ja. Da ist sie nur noch Rune, oder wie? Sollen wir die jetzt auch noch holen, komm. Die sind alle da drin. Kann man da reingehen? Oh, oh! Oh, Bilder, nee. Oh, Shahi, das ist richtig Leinwand, schau. Boah. Ganz toll. Schnabelwerkzeug. Oh, nee. Ganz tolle Bude. Oh, nee. Oh, oh. Oh, nee. Kann man das Bild nehmen? Das kann man nehmen. Boah, ganz toll. Schau her, Stillleben. Stillleben, Stillleben. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt gehen wir da rauf. Das wird, ja gut, das wird es wenigstens. Das ist da oben, oder? Was gibt's hier noch? Oh, oh. Also was Blaues. Blau, das muss ich auch mal. Toll. Kann man da rausgehen? Oh nee, ich muss noch eins rauf. Wahnsinn, Spiel. Ah, jetzt aber, komm. Ah, oh, oh. Oh nee, schau her. Eisbrecher. Da jemand. Oh. Ach du Scheiße, das ist in dem Safe drin. Ach du Kacke, jetzt warte. Das war aber irgendeine Combination. Liegt die da? Warte. Wahrheit ist ja komm. Gedächtnisstütze, ja, ja, da ist die Kombination drin. Komm. Oh nee. Ja. So, warte, Moment, Fratchets Käse-Ding. Warte, Moment. Fratchets safe in his house near Collin Bridge 473. Probieren wir mal, weil ich will jetzt da nicht 3 Jahre. 4. Kann man gar nichts sehen. Ah nee, scheiße, das da. Ah, da sieht man nichts da. Hier. 7. 3. Ah! Gut. Bank. Ah. Hunde. Boah, 2 von 5. Boah, wo ist jetzt die andere Dreckshunde? Die ist auch da drin. Oh nee. Wie lange spiele ich schon? Kurze Bedenkzeit. Aha. Uch, wir haben schon wieder. Pass auf, wir holen jetzt noch die eine Rune. Die muss auch da sein. Wo? Warte. Wo ist sie? Hä? 19. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt rüber? Jetzt ist sie wieder weg. Wo ist denn die? Da, 55. Ach komm, wie komme ich denn da rüber? Oh ne, komm. Rune. Ah. Warte, gehen wir da rüber. Hoppla. Huch, jetzt komme ich da nicht rein. Huch, wer ist denn das? Siehst du, Papa, ich lerne. Siehst du, wie ich lerne? Oh, nee. Ich lerne alles. Und alles offenbart sich mir. Nehmen wir mal den. Was macht der? Wahnsinniger Überlebender. Was macht der? Beschäftigt. Hä? Ist der wahnsinnig? Was zum? Ah gut. Wahnsinnig überlegen. Oh, ist das eine schicke Bude. Boah, schau hier. Oh! Oh nee. Wahnsinniger. Ah, oh, da ist noch ein Wahnsinniger.
Speiche. Was ist das, Käse? Bla. Oh, ganz schicke Bude. Wahnsinn schön, ja. Oh nee, der Outsider walks immer. Aha, der Wahnsinn. Das ist ja wie in Shining, wo der 3000 Seiten geschrieben hat. Was war der, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das hat der 30 Milliarden Mal in die Schreibmaschine eingetippt. Mit 10.000 Seiten. Und im englischen Original hieß der Satz Work all day and no play makes Jack a dull boy oder so ähnlich. Also jeden Tag arbeiten und nicht spielen macht dich mit der Zeit verrückt oder so. Okay. Aha. Huch, ach der. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, ja, noch trug er mein Zeichen. Ja, Quatsch, und voll. So bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, meinen Erschein vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Interessiert mich. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Ah, ja. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Oh, Wunder. Verblüff, verblüff. Aha. Oh, das ist aber eine ganz schicke Bude, schau her. Das mache, so mache ich meine Bude jetzt auch. Schau her, ganz schick. Ah, da ist auch was. Warte. Dritter Tagebuch. Na, das ist mal wichtig. Wahnsinnsding hier, du Hoppla, leck mich am Arm. Haben wir jetzt alles hier? Ah. Das war die eine von Keine Gnade für Dad. Aha, jetzt muss ich wieder runter. Man sollte auch mal wieder speichern. Achso, wir müssen jetzt eh aufhören. Warte, Spiel speichern. Neuer Spiel schon. Gut, Freunde. Wir gehen wir noch runter. Gehen wir noch schnell runter. Da. Oh, oh, da. Hoppla, nicht, dass ich wieder abstürze. Da müssen wir. Oh, nee. Ach, da war ich vorhin. Da ist aber sonst nichts mehr. Hoppla. Aha. Gut, Freunde. Hier speichern wir mal. Und machen dann im nächsten Video weiter, gell? Speicherung. Ja. Peng. Zurück, zurück. Gut, hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Aufmerksamkeit. Und wenn es dich auch gefreut hat, dann schau in 5 Minuten wieder rein, wenn wir hier weiter spielen. Gell? Also, bis gleich. Tschüss.